Moin Freunde, Shane TSG TV Reviews und wir sind heute wieder ein bisschen wandern, heute ein bisschen am Start hier mit einer kleinen Kulisse und ich hoffe, dass der Wind nicht zu krass ist und ich hoffe, dass die Kamera nicht umfällt, aber das ist nicht das Thema. Wir testen heute den Nocco Miami Strawberry, richtig geil, die Limited Edition Miami Strawberry, um es ganz genau zu nehmen, und ihr merkt schon, wie das Bild wackelt. Es wird schon halten. Ja, und zwar ist das ein No Carb Company Drink von, ja, wie der Name schon sagt, Nocco. Das Ganze enthält 105 Milligramm Koffein, ist zuckerfrei und kohlensäurehaltig. Aber hey, wir wollen ja wissen, wie es schmeckt. Auf geht's. Ich habe diesmal leider kein Glas mit. Ich habe Glas vergessen heute, richtig ekelhaft. Und naja, was willst du machen? So, ich guck trotzdem mal, vielleicht sieht man ja, dass es, ich denke schon. Ne, es ist durchsichtig. Ich dachte wirklich, dass es rot ist. Seht ihr das hier vorne? Es ist durchsichtig. Ich dachte wirklich, es hat einen roten Farbstoff, wegen Strawberry. Aber gut. Prost, Miami Erdbeere. Auf geht's. Also dafür, dass es keinen Zucker beinhaltet, ist ganz schön süß, Mann. Da werden sie auf jeden Fall wieder ordentlich was reingekloppt haben. Ich werde euch mal die Inhaltsstoffe in die Kamera halten. Diese könnt ihr euch ja gerne stoppen und in Ruhe durchlesen. Freunde, ich glaube, es fängt an zu regnen. Aber hey, das ist ein Review und das wird zu Ende gebracht. Prost, Shane. Herrlich. Keine Sau hier, die auf den Sack geht. So macht man Reviews gerne, Freunde. Und vor allem draußen sein, Natur. Und zuckerfreie No-Carb, Nocco BCAA-Drinks trinken. Prost auf Shane nochmal. Also wer Energy nicht mehr trinken möchte wegen dem ganzen Zucker und so weiter, ist das die krasseste, beste Alternative. Alter, das ist so lecker, ja, das geht gar nicht. Also das Erdbeerzeug ist mega. Miami Strawberry Limited Edition. Ich baller euch das Ganze mal in die Videobeschreibung. Süßlich, aber irgendwie auch so ein ganz kleinen Hauch von Säure. So, weiß nicht, ist eine richtig geile Kombination. Es fängt erst an so süß zu werden und dann wird es ein bisschen im Abgang so ein bisschen säuerlich. Nicht dolle. Also ich finde diesen Ausgleich, wenn man dieses Miami Strawberry sich reinpfeift, ist wirklich geil, Mann. 330 Milliliter die Dose. Ich habe eine ganze Palette mit mehreren Sorten bestellt. Das bedeutet, es werden auch noch mehrere Sorten gereviewt. Das kriegt von mir volle Punktzahl. 5 von 5 Shane Schillers. Kostet natürlich seinen Preis, ist dafür aber natürlich ein bisschen gesünder als ein normaler Energy. Weil eben auch, ja, du hast zwar auch Vitamine drin, so wie beim normalen Energy, aber du hast eben keinen Zucker. Aber gut, es sind wieder andere Dinger drin. Aber es sind eben auch Aminosäuren drin und so weiter, was im Energy natürlich nicht drin ist. Und man hat schon ein bisschen mehr Vorteil gegenüber normalen Energy. Wenn man jetzt unbedingt Energy trinken möchte und ein bisschen gesünder treten will. Komplett gesund ist es natürlich nicht. Das ist natürlich logisch. Ja, das sei jedem gesagt. Also das brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Miami Strawberry. Habe ich das schon erwähnt, dass es Miami Strawberry heißt? Ach, herrlich. Freunde der Sonne. Einfach nur lecker und ey, wenn wir schon einmal hier sind, genießt mal den Ausblick. Einfach nur herrlich, Freunde, oder? Die Aussicht mega nice. Wenn jetzt der Wind nicht so heftig wäre, wäre es alles noch ein bisschen schöner fürs Video. Für mich ist es angenehm. Richtig geil, so macht es auch mal Spaß, ein bisschen draußen zu sein und ein bisschen wandern zu gehen, wenn es so richtig angenehm kühl ist. Dann schwitzt sich ja doch ein Arsch ab, wenn man mehrere Kilometer geht. Und ich finde dieses Wetter immer so ideal zum Wandern. Ehrlich, das ist so geil. Es ist so geil bewölkt überall, es kommt Wind, es trippelt manchmal leicht so, was überhaupt nicht stört. Wenn es jetzt übelst pissen würde, wäre es natürlich mega Abfuck, aber so bis jetzt ist es fucking optimal. Ehrlich, ich feiere das richtig. Freunde, das war es aber auch schon wieder von mir an dieser Stelle. Das war der No Carb, zuckerfreie Miami Strawberry
von Noko Limited Edition mit 105 Milligramm Koffein, zuckerfrei. Wenn ihr noch mehr Sorten sehen möchtet, wir haben noch Zitrone, ich glaube Ananas, also Caribbean, irgendwie ist Ananas-Kokosmix oder so, keine Ahnung. Schaltet gerne ein und guckt euch das gerne an. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Lasst mir gerne ein Abo hier, wenn ihr mehrere Reviews sehen wollt. Zum Beispiel auch Essen, Technik, zum Beispiel die Kamera hier, alles geunboxed und so weiter. Schaut gerne rein, guckt euch das gerne an und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Einschalten, wunderschön, dass ihr dabei wart und bis demnächst. Gehabt euch wohl.